Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe hier, wie ihr seht, hier vorne den Laptop stehen. Den zeige ich euch nochmal. Dazu kommt auch demnächst noch ein Hardware-Video, also Hardware-Check. Also wirklich ein kleiner, schnuckliger Laptop, 13 Zoll mit einem i5-Prozessor. Daten werde ich euch auch gleich sagen. Und hier befindet sich die Capture-Karte. Ach, das seht ihr nicht. So, ich hatte mir so eine Capture-Karte, so eine Billig-Capture-Karte geholt. Die befindet sich hier. Die ist über USB wird die angesteckt. Und ich habe jetzt hier schon mal OBS vorbereitet. Nicht Streamlabs OBS, weil ich habe Angst, dass mir das die Einstellung, weil ich will den ja nur testen, meine Einstellung von Streamlabs OBS durcheinander hauen, weil das läuft am PC super. Und ich habe meine Overlay-Einstellung und so, das will ich halt jetzt nicht ändern. Deswegen diese Einstellung jetzt. Wir werden auch gleich einen Teststream machen. Ich bin noch am Überlegen, ob bei YouTube oder bei Twitch. Wir müssen auch gleich noch die PlayStation dran einrichten. Ich wollte euch das jetzt nur erstmal schon mal zeigen, wie das aussieht. Wirklich nur Standard. Nutze jetzt nur die Standardcam vom Laptop, das Standardmikrofon vom Laptop. Ich habe hier nur einen USB dran. Ich hatte den vor kurzem nochmal zurückgesetzt und habe jetzt hier wirklich nur das Nötigste drauf, also browsermäßig und OBS. Und habe die Capture-Karte rangemacht, die wurde auch gleich erkannt. Die ist dann unter Videogerät, steht sie jetzt hier drin. Anerkannt wird sie als USB-Video, steht da nur da. Muss man dann hier einbinden. Hier seht ihr auch, wenn ich hier so rüber winke, da sieht man mich so ein bisschen. Also wird jetzt ein bisschen clean für euch sein, aber hier ist die Kamera auch noch. Und dann werden wir mal gucken, ob wir damit streamen können und ob wir damit PS5 machen können und wie das alles läuft. Was euch aber klar sein muss, ist, wenn ihr so eine kleine Capture-Karte nehmt, die ist zum Aufnehmen und zum Streamen, werden wir ja sehen, ob es funktioniert und wie fern das funktioniert. Aber ihr habt nur einen Eingang. Ihr habt keinen Ausgang. Das heißt, ihr bräuchtet einen HDMI-Splitter 1 zu 2, damit eins hier rein und eins in euren Fernseher geht. Hier nimmt er dann auf, weil hier sind natürlich kleine Verzögerungen drin. Und selbst wenn ihr euch das größer macht, ihr habt halt immer das Bild vom Laptop mit eurer Kamera und alle drum und dran. Und so wollt ihr ja nicht zocken. Das ist ja nur nicht Sinn und Zweck der Sache. Nur mal so am Rande bemerkt. Wir werden das jetzt gleich testen. Ich habe auch schon ein HDMI-Kabel hingepackt. Das ist übrigens die Capture-Karte. Preis weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr, was ich da bezahlt habe. Selber gekauft, keine Werbung, kein nix. Ja, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich. Ich bereite jetzt alles vor. Ich bin mal gespannt. So, wir sind jetzt vorm TV. Ich habe mir auch schon einen zweiten HDMI-Kabel hingelegt. Oh, der Akku ist gleich leer. Da müssen wir gleich mal den Akku tauschen. Falls ihr ein Amazon-Gerät zu Hause habt und die auf das A-Wort reagiert, macht jetzt am besten Pause. Alexa, HDMI Matrix an. Alexa, PlayStation an. So. Jetzt haben wir hier ein HDMI-Kabel, den werden wir nämlich gleich brauchen. Ich erkläre euch auch gleich, warum und weshalb und wie ich das alles angeschlossen habe. Dafür muss ich den Laptop mal kurz beiseite machen. So, und zwar, wartet mal, ich wechsle mal sicherheitshalber den Akku. So, ich habe mal den Akku gewechselt. Gott, ich mache mal schnell den Controller an. Wir werden gleich hier Fernsehbild sehen. Achso, da bräuchte ich ja mal meine. Alexa, Fernseh an. Alexa, wechsel zu PlayStation. Achso, wir Soundbar wieder. Nee, macht sie, oder? Alexa, wechsel zu PlayStation. Wir haben jetzt das Bild von der PlayStation. Reicht ja, wenn ihr das so ein bisschen seht. Oder ich zeige es euch. So. Halt auf dem TV. Ja.
Aber wir müssen da runter. Das ist wichtig, dass ihr das seht. Und zwar habe ich hier mein HDMI Matrix. Da habe ich ja schon ein Video zu gemacht. Der hat vier Eingänge, zwei Ausgänge. Den habe ich mir so eingestellt, dass die Edit-Steuerung praktisch vom Ausgang lernt oder vom Eingang lernt. Hallo? Jetzt schmeißt ihr ihre Autos durch die Bude. Jetzt haben wir hier vier Eingänge, zwei Ausgänge und ich habe die Edit-Steuerung so gemacht, damit die lernt. Ich habe auf beiden Ausgängen das gleiche Signal. Das heißt, die PS5 mit 4K HDR geht in den rein und geht auch einmal zum Fernseher und einmal zur Capture-Karte bzw. Capture-Karte im PC verbaut weiter. Das ist aber eine andere Geschichte. Da ist nochmal ein anderer Verteiler dran. Das habe ich ja schon mal ein separates Video gemacht. Ich werde das auch hier dran lassen und werde halt nur die Capture-Karte abziehen, die zum PC geht. Also den HDMI-Kabel, der zum PC geht. Und da werden wir dann den ran machen und den werden wir dann in den Laptop machen. Damit ihr wisst, wie das funktioniert, damit ihr seht, dass hier ein Bild ist und da. Ich empfehle euch, habe ich vorhin ja auch schon gesagt, holt euch einen Verteiler dazu, weil es ist halt nicht schön, so zu spielen. Weil ihr habt ein ganz kleines Bild, das ist echt nicht schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, welcher HDMI welcher ist. Ich mache mal meine PlayStation-Uhr beiseite. Müssen wir mal gucken, welcher ist das? Das scheint der richtige zu sein. Den packen wir mal beiseite. Gucken wir mal, das ist der vom Fernseher. Okay, so. Jetzt will er wieder erkannt werden. Game-Konsole, ja, muss ich mir dann wieder umstellen, so ein Scheiß. So. So, wir nehmen uns jetzt den Laptop. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe es noch nicht probiert, inwiefern das jetzt funktioniert und so. Und ob es runter geregelt wird. Aber eigentlich dürfte es nicht runter geregelt werden, weil ich gesagt habe, was reingeht, geht auch raus. Ist denn das? Oh, geht aber schwer rauf. So. Ich habe auch schon hier den Test offen hier, YouTube halt. Wir wollen ja einen Teststream auch machen. So. Die erkennt jetzt natürlich nichts an. Ja, also es ist immer noch das Bild, aber wir sollten jetzt hier ein bisschen was einstellen können, was vorher nicht ging. Videokonfiguration nicht. So. Auflösung, Benutzer definiert und dann nehmen wir 1080p. So, da ist das Bild schon mal schwarz. Höchstmögliche FPS, Videoformat. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das nächste. Bei meiner guten Capture-Karte wird auch Nvidia unterstützt. Wir haben hier eine Nvidia-Grafikkarte drin, also eine kleine, aber die wird jetzt hier nicht mit angezeigt. Wir machen mal beliebig, Farbraum beliebig und dann sagen wir okay. So, da haben wir jetzt ein schwarzes Bild, wie ihr seht. Also hier ist schwarz, da wird nichts angezeigt. Wir können ja mal gucken. Alexa, Soundbar aus. Es kommt auch kein Ton an. Und jetzt machen wir einfach mal. Dafür habe ich mein Handy. Ich habe mir das nämlich extra. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Wir gehen einfach mal in die Einstellungen der PlayStation. Ich werde mal gucken, damit ihr das so halbwegs alles mitkriegt. Ja. Wir gehen jetzt in die Einstellungen der PlayStation.
und begrenzen jetzt einfach mal das Bild. Ich könnte jetzt mein HDMI-Splitter auch sagen, regel mal runter auf 1080p. So, sagen wir 1080p. Zack, bumm, haben wir auch ein Bild. Das funktioniert auch gut mit dem Runterregeln vom Splitter, aber HDR geht dann auch nicht. So, aber so ist es halt jetzt einfach mal das Schnellste. So. Und so, ich zoome euch mal ran. Ich werde auch den Teststream, den wir gleich machen, den werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken oder versuchen auch in die Infocard zu machen. So, damit ihr seht, dass das auch wirklich funktioniert. Und ihr seht schon, ich gehe jetzt mal auf die Tüte, dass wir ein kleines Delay haben. Ich sag mal jetzt oder machen A und dann drücke ich halt auf weiter. A, B, C, A, A, A. Also ihr seht, es ist ein Delay drin. A, 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 A. Also ein Delay ist auf jeden Fall drin. Es funktioniert trotzdem wunderbar, so wie es aussieht. Bild sieht auch okay aus, würde ich jetzt mal sagen. Nochmal was Buntes hier. Na klar, es kommt jetzt natürlich noch aufs Feintuning an, aber nichtsdestotrotz. So, ich richte euch mal so ein Stück nach oben, damit ihr auch seht, was wir jetzt machen. Wir werden jetzt einen Teststream machen. Ich habe jetzt natürlich hier keinen Start und kein weiß ich was Overlay drin. Es ist wirklich nur rudimentär. Und deswegen werden wir jetzt hier einfach mal sagen, wir wollen den Stream starten. Nee, Aufnahme beenden. Stream starten. So. Ach, ich habe gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, dass der öffentlich sein soll. Müssen wir mal gucken. Playliste ist nicht drin. Privat. Öffentlich. So, kann man ja auch im Nachhinein auf öffentlich stellen. So. Speichern. Jetzt gucken wir mal bei. Ach, mit dem Mauspad komme ich immer noch nicht so. Gucken wir mal auf der YouTube-Seite. Ja, unser Livestream ist online. So, ich muss mal hier den Ton ausmachen. So, dass wir uns das mal so angucken können. Es läuft ganz gut. So, also nicht wundern, das ist nur ein Teststream. Aber das zeige ich jetzt für die Leute, die gerade zugucken. Das ist jetzt nur ein Teststream von der China Capture Karte. Dann nehmen wir jetzt einfach mal Dynamit fischen. Einfach nur so ein kleines Spiel, um zu gucken, ob es funktioniert. Und wie die Grafik dann im Endeffekt aussieht. Und ich sehe jetzt schon, also das Delay im Stream ist mehr als mit der teureren Capture-Karte. Aber sieht ganz gut aus. So. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt Ton da ist vom Spiel. Müssen wir mal kurz anmachen. Test, Test, Test. Mal kurz anmachen. Nee. Also vom Spiel ist noch kein Ton da, warum auch immer. Wir machen mal ein Audiogerät hinzu. Das soll ja auch alle zum Testen sein jetzt hier. Audio. Ausgabegerät. Okay.
Okay. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Standard, Speaker. So, das is ist es nicht. So. Eigenschaften. Also über die Capture-Karte kommt gerade nichts. Da müssen wir mal gucken. Nur bei der Aufnahme. Nein, wir wollen direkt. Nee, Wave wollen wir haben. Wave. Wave ist besser. Zack. Aber auch da kommt kein Ton an. Warum auch immer. Das müsste man dann noch überprüfen, warum hier kein Ton ankommt. Ich habe auch hier kein Tonsignal oder irgendwas dergleichen, was hier irgendwie von der Capture-Karte, also vom Videoaufnahmegerät, ankommt. Im Chat wird noch nichts geschrieben. Gut, also wenn ich dann nicht gleich auf den Chat reagieren kann, damit ihr nicht wundern, Leute. So, wir gucken mal jetzt einfach mal, machen wir ein bisschen Aktion hier. Ach so, L und X und so, okay. Ich mache hier einfach mal. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Aber machen wir mal weiter. Einfach mal so ein bisschen. Viereck, okay. So. Dass wir wissen, ob es hier frisch flüssig läuft. Okay, da muss ich drüber springen. Wir werden sehen, ob er gleich flüssig läuft. Ich bin mal gespannt. Mit dem Ton müssen wir gucken, wie wir das neue Deichsel kriegen. So, eine Runde mal gemacht. Da werde ich auch noch einen angezockt machen. Also, obwohl ich es jetzt gerade zocke, weil halt gestern für 1 € gekauft im Shop das Spiel. So. Jetzt haben wir eh mal gespielt. So ein. Na. Man ist halt auch ein bisschen doof mit dem Bildschirm. Alex, einen wunderschönen. Haptik, einen wunderschönen. Pormog, einen wunderschönen. Rudi, einen wunderschönen. Ja, läuft, aber mit dem Ton habe ich noch nicht hingekriegt. Also Spielsound, dass hier auch Spielsound ist. Da habe ich keine Ahnung, warum der kein Ton ist. Ich muss mal kurz.
Soundbar anmachen, gucken, ob hier Ton ist. Alexa, Soundbar an. Ja, Ton ist. Also Ton ist definitiv da. Wir können das ja mal laufen lassen. Da haben wir wenigstens Ton. Und jetzt können wir ja noch mal ein bisschen experimentieren. Aber eigentlich, wenn es über HDMI ist, sollte eigentlich auch Ton kommen. Auch wenn es jetzt nur USB, HDMI und so ist. Also ich bin schon mal begeistert, wie schnell und flüssig das läuft. Also das hätte ich jetzt so in der Form nicht erwartet. Wir können ja, also bei mir wurde auch, wir gucken mal hier bei Lautstärke, Soundeinstellungen öffnen. Nee, wo war nicht bei Sounds so? So, Probleme beheben, Lautstärke, Mixer öffnen. So. Also bei meiner teureren Capture-Karte, da wird nämlich auch eine automatisch ein Soundgerät mit installiert. Das war hier nicht. So, Soundeinstellungen öffnen. Sound. Wir haben auch nur Speakers WearDeck. Also hier kann ich klicken, was ich will. Wir haben kein weiteres Gerät, was wir jetzt hier irgendwie auswählen können. Hier Eingabegerät. Digitales Audio Interface. Mikrofon. Das so. Mikrofon Realtek. Test, Test, Test. Das wird angezeigt. Digitales Audio Interface. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß. So, digitales Audio Interface. Ich glaube, wir können, wenn wir jetzt hier auf Eigenschaften gehen, aber das wird mir komischerweise nicht angezeigt. Mir wird hier Standard und Realtek angezeigt, aber dieses digitale, also ich habe ein Gerät, speichern, was mir hier angezeigt wird, was ich aber auch nicht auswählen kann. Garten Camlink. Das weiß ich nicht, ob Camlink ist ja was ganz anderes als eine Capture-Karte. Camlink ist was komplett anderes, Rudi. Das darfst du nicht vergleichen. Camlink ist was komplett anderes. Iceman, ein wunderschön. Die Camlinks, die sind anders aufgebaut. So, wir werden mal gucken. Eigenschaften. So, nochmal bei Sounds rein. Ist halt auch ein bisschen blöd, hier vorne zu hocken und das zu machen. So, Updates, elektronisch. Ja, keine Ahnung. Also wir haben auf jeden Fall habe ich eine Audioquelle hier drinne, die mir angezeigt wird, wenn ich auf Soundeinstellungen gehe. Und zwar digitales Audio Interface in Klammern USB digital. Das werden wir mal testen, wenn ich jetzt hier. Ja,
Auf jeden Fall, also das funktioniert. Also wenn ich jetzt im Menü bin, ist der Ton weg. Wir können mal eine Problembehandlung machen. Vielleicht wird es dann angezeigt. Weil Ton haben wir definitiv, so wie ich gesagt habe. So, er durchsucht gerade nach Problemen. So, digitale Audio, ja, das wollen wir durchsuchen nach Problemen. Das Problem konnte von der nicht identifiziert werden. So, Feedback senden. Oh, das ist mir jetzt zu nervig. So, wenn wir nochmal gucken. Also wir haben, es kann sein, dass es beim Neustart dann behoben wird oder so. Aber wir haben digitale Audio, was Digital Audio Interface minus USB Digital Audio aktuelles Standardgerät. Nee, wir werden das mal auf nicht als aktuelles Standardgerät machen. Bei Eingabe. Bei Eingabe machen wir mal Realtek Mikrofon als Standard. So. Und dann werden wir das nochmal testen. Ich habe da nämlich gerade eine Idee gehabt. Wenn wir jetzt hier eine neue Sache hinzufügen, so, und zwar Audioaufnahmegerät, weil das ist ja beim Mikrofon drin, ne? Standard. Und da haben wir es doch. Okay. Meine Beine. Also der Stream hängt gerade, wurde mir gesagt, aber das kann an der beschränkten Leistung vom Laptop hängen. Ja. Beenden, starten. Hostname nicht gefunden, okay. So. Hostname nicht gefunden. Einschriften. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Zurück. Neu laden. Ich habe kein Internet. Wieso habe ich jetzt kein Internet? Keine Verbindung mit Netz, mit dem Netzwerk möglich. Verbunden, gesichert. Wieso habe ich jetzt kein Internet gehabt? Neu laden. So. Stream beenden. So. Im Studio bearbeiten wollen wir jetzt nicht. Also ich glaube, wir haben das eventuell jetzt hinbekommen. Ey, das ist wirklich mit diesem kleinen Ding echt ein bisschen doof. So. Livestream. So, jetzt machen wir noch mal einen Livestream. Wir nennen den genau so, wie er eben war. Machen da nur eine 02 dahinter. Also dafür, dass es so ein kleines Ding ist, muss ich sagen, läuft es ziemlich flüssig. So, speichern. So, dann machen wir beim OBS. Stream starten.
Und wir gucken mal, wenn ich jetzt hier. Ja, da ist der Ton dann weg. Okay. Also das funktioniert. So. Jetzt habe ich hier auch wieder Ton. Was sagt. So, hier machen wir, oh nein, nicht beenden. So, der Stream läuft. Das können wir auf YouTube selber nochmal überprüfen. Neu laden. Da ist der Stream. Wir machen mal Ton an. Ja, wir haben Spiel und... Also das funktioniert jetzt. Also wir haben jetzt, mit dem Ton haben wir hingekriegt. Wir haben auch Spiel. Meine Internetverbindung ist gerade ein bisschen lahm. Es läuft. Also so läuft es jetzt. Mikrofon ist natürlich nicht eingestellt. Der Sound vom Spiel ist nicht eingestellt. Also es läuft endlich. Und ich weiß, wo die meisten da den Fehler haben. So, wir müssen hier nochmal öffnen. Und regeln das mal hier kurzzeitig runter, dass wir das halt ein bisschen leiser haben. Damit das halt nicht so laut ist wie das Mikrofon. Wenn ich jetzt wüsste, wo das Mikrofon hat, ist da unten. Okay. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Achso, habe ich jetzt zweimal offen hier oder was? Kann ja das weg. Und so, machen wir hier nochmal Lautsprecher an. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Ja, es läuft. So, machen wir hier nochmal Lautsprecher. So, also, es läuft definitiv mit Ton und Bild. Also, ich bin ein bisschen begeistert, wie schnell das eigentlich geht und wie schnell das läuft mit dieser kleinen Capture-Lösung. Der Fehler, den viele gemacht haben, der Ton vom Spiel ist nicht wie bei normalen Capture-Karten ein Audio-Output. Also da werdet ihr das nicht finden. Das ist hier mit dieser Capture-Lösung ein Audio-Input. Also normalerweise ist es so bei meiner Capture-Karte, die ich, also bei dem Hauborg, was ich hatte, und jetzt bei der Avamedia, bei der internen, dass du denn im OBS oder Streamlabs OBS ein Wiedergabegerät auswählen musst, weil eine virtuelle Soundkarte sozusagen oder eine Soundkarte für dieses Gerät installiert wird, was denn da läuft. Und dann muss man hier bei den Geräten, die man einrichten will, seine Kamera, sein Overlay, seine Capture-Karte dazu packen. Und die Capture-Karte steuert automatisch dieses virtuelle Aufnahme, diese virtuelle Capture-Karte, diese virtuelle Soundkarte an. Das ist hier jetzt anders. Hier ist es kein Output-Signal, sondern ein Input-Signal. Weil wir haben es ja mit USB dran, wie andere Capture-Karten auch. Warum das jetzt hier mit den China-Dingern ein Input und kein Output ist, also ist ja im Prinzip ein Input, aber es wird auf den anderen auch anders angezeigt. Ronny, einen wunderschönen. Weiß ich jetzt auch nicht, aber es läuft. Wir haben Spielsound, wir haben Game und ich muss sagen, ich muss mir das gleich nachher nochmal angucken in der Verarbeitung. Es läuft flüssig und für 20 Euro Capture-Karte, also was will man mehr? Also kann man wirklich nicht meckern, aber mit Einschränkungen. Mit Einschränkungen. Da werden wir gleich nochmal eine detaillierte Zusammenfassung machen, wenn ich am Tisch wieder sitze. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. So, dann kommen wir mal zum Fazit. Also dafür, dass das Ding nicht mal 20 Euro gekostet hat. Achso, falsch rum. Nee, doch richtig rum. Dafür, dass der Teil nicht mal 20 Euro gekostet hat, ist es eigentlich sehr gut. Hätte ich so auch, ehrlich gesagt, gar nicht erwartet. Wir haben Bild, wir haben Ton. Ton, weiß ich jetzt, wo die meisten halt das Problem haben. Das ist halt, mache ich nochmal ein separates Video, denke ich mal, dazu.
dass es besser gefunden wird. China Capture Card, Tonprobleme, was weiß ich. Der Stream, so wie die Leute geschrieben haben, ist auch flüssig gelaufen. Gut, ich habe jetzt über den clean Laptop gemacht, nicht über meinen PC. Habe auch nur in 1080p, habe das halt auch mit alles so normal eingestellt. Ich konnte aber am Fernseher halt nicht 4K zocken, logischerweise. Da muss man sich dann drauf gefasst machen, weil der verkraftet nur 1080p mit 60 FPS, aber hat natürlich auch keinen Ausgang. Also geht 1080p rein, aber was ist mit Ausgang? Ihr wollt ja auf dem Fernseher. Also ihr müsst dann auf jeden Fall mit einem HDMI 1:2 arbeiten, der euch das Bild von der PlayStation, da von mir aus auch eben, der runterskaliert. Ja, so wie ich jetzt zum Beispiel einen habe, dass ich auf Ausgang 1 4K mit 60 FPS und HDR habe und auf Ausgang 2 habe ich halt 1080p. Obwohl es da mit HDR immer wieder Probleme gibt, sage ich euch auch, dass dadurch das Bild manchmal nicht so schön aussieht oder ein bisschen matter aussieht. Also HDR, wenn ihr auf so eine Lösung setzt, würde ich an eurer Stelle in der PlayStation definitiv deaktivieren. 4K auf 1080p, kein Problem, aber 4K müsst ihr dann deaktivieren, damit ihr wirklich ein schönes, rundes Ergebnis habt. Fazit? Echt gut, muss ich mal so sagen. Ich werde euch in die Videobeschreibung oben die beiden Streams, die ich gemacht habe, einmal ohne Ton, einmal mit Ton verlinken. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich werde den Stream jetzt auch nicht runternehmen und nochmal bearbeiten oder so. So wie ich ihn gestreamt habe, hier oben in der Infokarte, könnt ihr euch das angucken. Ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.